So, mit beiden Rädern gleichzeitig. Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von BikenTV und seit vielen Jahren wisst ihr ja Fahrtechnik-Videos, das was unseren Kanal auch mit ausmacht. Und ich habe auch viele Fehler in den Jahren gemacht und heute möchte ich auf eine Sache eingehen und zwar das richtige Landen. Ich weiß noch, in manchen Videos kam der Kommentar, sag mal, warum landest du denn so krass mit den Ellenbogen raus? Wer meinen Kanal folgt, weiß, dass ich schon seit 2019 auch Videos mache, wo ich sage, hier dieses Ellenbogen raus, das müssen wir hinterfragen. Ob das so optimal ist, was so im Fahrtechnikbereich da gelehrt wird, woher kommt das, wie machen es Leute, die ohne Fahrtechnik, Kurse und Theorie alles gelernt haben, also Profis oder einfach gute Fahrer. Ich verlinke das Video mal unten zum Thema Ellenbogen und jetzt geht es um das saubere Landen, also dass man nicht so steif landet, dass man den, dass es flüssig sauber ist und wie sieht das aus mit den Armen, mit den Ellenbogen, welche Nachteile hat das, wenn man das so übertrieben macht, wie ich das auch früher oft in den Videos gezeigt habe. Also liebe Leute, natürlich beim Landen ist immer auch wieder, dass man sagen muss, es gibt nicht nur die eine Sache, wie es immer richtig sein soll, aber es gibt ein paar Aspekte, die man wirklich herausarbeiten kann, betonen kann. Und nochmal, ihr wisst, wir Fahrtechnik-Videos, Leute, wir erklären das, wir zeigen das, ihr kriegt dann so die Theorie, das Wissen. Es kann sein, dass viele von euch das einfach schon intuitiv richtig machen, sauber machen, die müssen auch nicht darüber nachdenken, aber wenn man Fahrtechnik-Kurse gibt, dann weiß man auch, dass viele Leute sich irgendwelche Sachen angewöhnen, die nicht immer optimal sind. Deswegen kann man das ruhig mal überprüfen, mal sich selber filmen, wie sieht es aus, wenn man landet oder wie fühlt es sich an. Fühlt es sich oft sehr laut an und krachend und hat man auch das Gefühl, die Landungen gehen mehr in die Knochen. Dann könnte man auf jeden Fall daran was machen. Was ich manchmal beobachtet habe, gerade bei Fully-Fahrern, ist, dass sie quasi das Fahrrad, das Fahrwerk sehr viel abfedern lassen und gerade in den Beinen noch zu steif sind. Also landen und dabei sollte man in der Landung wirklich auch seinen Federweg nutzen. Das intuitiv machen, man muss jetzt nicht darüber nachdenken, wie tief, wie viel Zentimeter muss ich jetzt da runtergehen mit den Beinen, sondern das intuitiv machen, das weiß jeder. Wenn man jetzt ohne Fahrrad springen würde, landet man auch sanft und lässt nicht die Beine gerade, dann merkt man schon im Kopf, das ist unangenehm. Hier lustigerweise bei meiner Tochter, die ist jetzt, wird jetzt drei, als die anfing, immer von so kleinen Stufen runter zu hopsen, was total Spaß macht. Am Anfang war die auch so ein bisschen steif in der Landung und hat sich aber dann schnell angewöhnt, auch mehr abzufedern. Und das seht ihr auch gerade bei guten Fahrern, wenn die richtig harte Impacts haben, dass da der körpereigene Federweg genutzt wird. Aber eins ist ganz klar, die Hauptlast wird von den Beinen getragen und so ist auch bei Landungen. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir nochmal über das Ellenbogenthema reden müssen. Und zwar ist es so, gerade wenn die Landung bergab geht, wichtig ist, der Impact kommt und die Hauptlast ist ja auf den Beinen und da wird auch das meiste mit abgefedert. Die Arme federn natürlich mit. So, wenn jetzt jemand quasi durch Fahrtechnikkurse, Fahrtechniktrainer, Ausbildungen oder Videos und so weiter sehr auf dieses Ellenbogen raus, was wir ja eh schon kritisieren, weil es nicht effizient, ökonomisch oder gut für das Schultergelenk ist, wenn man das macht, dann kann es wirklich passieren, dass man mit dem Oberkörper zu weit nach vorne kommt. So, anstatt jetzt quasi das so zu landen, intuitiv, also die Arme auch zu nutzen, nimmt man die Ellenbogen so krass raus und dann geht das Gesicht so nach vorne und man kriegt viel zu viel Gewicht auf den Lenker. Bei richtig harten Impacts, das sieht man auch bei den Profis, wäre auch irgendwann ein Problem, dass dann das Gesicht zu nah an den Lenker kommt. Also, wichtig ist, ich rate euch, landet intuitiv mit den Armen, die Federn mit, natürlich, aber vermeidet dieses Cowboy-Gorilla-Ding. Und wie gesagt, das ist ein Ding, was ich früher auch immer so verbreitet habe, viele Jahre, was immer noch in Ausbildungen teilweise, ich will da jetzt auch nicht genau sagen, wie sie es angepasst haben, aber wie gesagt, seit ein paar Jahren gibt es da auch immer mehr die Meinung, dass man diesen Cowboy auch nicht als übertrieben, dass man es einfach gar nicht machen sollte. So, jetzt habt ihr es gesehen. Vielleicht war mein Gesichtsausdruck ein bisschen doof. Ich wollte es übertrieben vormachen. Also, ich habe die Ellenbogen der Landung ganz weit rausgenommen. Und das heißt, mein Gesicht zieht und mein Oberkörper, Schultern zieht dann weit nach vorne.
Gerade wenn die Landung viel Gefälle hat, kann das ungünstig sein. Beachtet mal bei Profis oder so, wenn die fahren und die eine Landung, die wirklich steil ist, und das ist ja bei Drops und bei Dirt Jumps und Tables häufig steile Landung, dann ist es so, dass man sein Körpergewicht in der Landung auch mehr auf den Füßen haben sollte, wie auch sonst immer. Und deswegen federt man das intuitiv ab und nicht in dieser übertriebenen Haltung, weil die einen so krass nach vorne bringt. Also, ihr habt es gesehen, jetzt ganz in meiner intuitiven Haltung, die ich mir auch als Jugendlicher ohne Nachdenken angewöhnt hatte, dass ich halt natürlich mit den Armen feder und dann kann es auch mal die Schulter Richtung zum Lenker kommen, aber nicht in dieser übertriebenen Haltung, die ihr noch mehr nach vorne zieht. Also, mea culpa, wenn ihr auf den Cowboy, den Gorilla und so geprägt worden seid. Und achtet darauf, dass ihr es in den Landungen nicht so macht. Das wäre mein Tipp. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen mit dem Thema Vorderrad, Hinterrad zuerst eingehen. So, jetzt habe ich gerade mal versucht zu simulieren. Das geht bei kleinen Drops einfacher zu simulieren, gerade ins Flat. Dieses Thema Hinterradlastik, Vorderradlastik. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich mal. Die häufigsten Dropfehler. Ich bin jetzt mal bewusst hinterradlastig gelandet und wenn das halt zu krass ist, hat man diesen Klappmesser-Effekt, dann hat man das Gefühl, dass in der Landung, wenn die bergab geht, wenn man schon so angeflogen kommt, dass einen dann so runterzieht. Also wenn man dann so, ja, das fühlt sich auch nicht so aktiv an, eher so passiv-passagiermäßig. Deshalb muss man dann gut Mittelweg finden, aber was ganz klar ist, wenn man merkt, man kriegt gleich einen harten Impact, also man weiß schon, die Landung wird eher hart und so, weil man das schon vorher sehen kann, wenn man sich den Drop oder den Sprung anguckt, dann ist das mit dem Hinterradlanden häufig sehr vorteilhaft. Weil, das sieht man bei Trailfahrern, Fabio Wippmer, Danny McAskill, kennt ihr ja, oder Konsorten, man kann einfach noch besser mit den Beinen diesen krass harten Impact abfedern und dann fällt das Vorderrad auch noch runter und ja, das fühlt sich auf jeden Fall viel geschmeidiger an, wenn man einen hohen Drop ins Flat macht, viel geschmeidiger und besser, als wenn man mit beiden Rädern gleichzeitig, da kriegt man auch wieder so krassen Impact in die Arme und also deswegen, wenn die Landung eher flach und eher hart ist, und man weiß es schon, leicht hinterlastig auf jeden Fall auch vorteilhaft. Und ich bin jemand, der tendenziell auf so minimal hinterlastig landet, auch wenn die Landung Gefälle hat. So ein bisschen eine Vorliebe aus Jugendzeit und ist auf jeden Fall okay so. Ja, jetzt kommt das andere Thema, was ist mit dem Vorderrad? Das kann zum Beispiel, wenn du so im Wald die eigenen Sprünge oder ja, legal natürlich im Idealfall legal gebaute Sprünge hast oder einen Pumptrack oder so, wo du halt diese Hügel hast und du hast sehr kurze Landungen. Oder in einer Dirt-Jump-Line, wo du Sprünge hintereinander hast, dann kann es auch sehr vorteilhaft sein, mit dem Vorderrad zuerst zu landen. Weil du dann einfach besser den Schwung halten kannst. Dann hast du diese Chronologie, das erst dein Vorderrad und dann dein Hinterrad so aufkommt, in die steile Landung rein und du kannst direkt den Schwung mitnehmen. Das kann dann auch vorteilhaft sein bei sehr kurzen Landungen, weil die heutigen Räder sind ja sehr lang und wenn die Landung eh kurz ist, kann das schon knapp werden und man kann halt Schwung verlieren, wenn man halt mit dem Vorderrad zu weit landet und nur mit dem Hinterrad leicht zuerst. Ja, deswegen kann es auf jeden Fall auch ein Vorteil sein, vorderradlastig zu landen und gerade bei diesen krassen Dirt Lines, also Dirt Jumps, Double and Double and Double, sieht man das, dass die Profis auch sehr bewusst das machen. Zum Beispiel Timo Pritzler hat das gesagt, dass er das immer sehr gerne mag, minimal mit dem Vorderrad zuerst aufzukommen. So, mit beiden Rädern gleichzeitig, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Orientierung so.
fühlt sich oft ganz gut an. Gerade wenn man Gefälle in der Landung hat, kann man jetzt nicht so viel mit falsch machen. Wie gesagt, nur bei sehr harschen Landungen oder Flat Landings würde ich davon abraten. Dann lieber im Hinterrad zuerst. Genau, und bei sehr kurzen oder steilen Landungen wie im Dirt Jump auch ruhig mit dem Vorderrad zuerst. Also, wie gesagt, alles jetzt in einem ganz kleinen Übungstable, der auch nicht so krass kickt, aber habt ihr gesehen, Vorderrad minimal zuerst. Das fühlt sich dann sehr gut an, um den Schwung zu wahren, gerade bei Dirt Jump. Ja, eine gute Variante. So, liebe Leute, jetzt habe ich euch ein bisschen gezeigt, was ich damit meine. Wie gesagt, beobachtet mal euch, eure Kumpels, hört auf euer Fahrrad. Wie gesagt, wenn das immer sehr laut kracht in Landung, also ihr könnt natürlich mal prüfen, ob die Dämpfung härter muss. Aber meistens liegt es auch daran, dass man noch zu steif ist. Und ja, stellt eure Dämpfung richtig ein, dass es euch nicht rauskickt in der Landung. Und dann würde ich mal sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie das Landethema bei euch ist. Wie steht ihr jetzt eigentlich zu der Sache mit den Ellenbogen? Seid ihr da immer noch, so wie ich das früher auch, oder immer noch viele sagen, Ellenbogen raus? Habt ihr ein bisschen experimentiert mit dem Intuitiven, also die da gar nicht drauf achten? Ein Ausbilder sagt auch, die Arme sind einfach hinterm Lenker. Und natürlich, je nachdem, wie man pumpt oder so, die Arme beugen sich ja eh immer. Es wird halt verwechselt, Ellenbogen raus ist ja nicht Arme beugen. Arme beugen kannst du ja auch irgendwie machen. Ellenbogen raus ist hier mehr im Schultergelenk. Und das ist halt nicht immer optimal. Genau. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.